Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffeeklang und Sekundenglück, dein Wohlfühl-Podcast, wo du wirklich abschalten kannst. Es geht hier nur um harmonische, gemütliche Themen und ich hoffe, du hast dir vielleicht auch ein schönes Getränk gemacht und es dir irgendwie gemütlich gemacht. Und wenn nicht, wenn du irgendwie To-Dos machst, die nicht so spaßig sind, dann hoffe ich, dass ich dir mit dem Podcast ja eine gemütliche Atmosphäre schaffe. Und du es währenddessen einfach anhören kannst. Ah, so. Und erstmal machen wir hier wieder eine schöne Kerze an, damit es auch ein bisschen gemütlicher noch ist. Eine schöne rote Kerze. Ich bin am Überlegen, oder brauche ich zwei? Nee, die reicht. Und ich trinke heute aus meiner allerliebsten Lieblingstasse. Eine weiße Tasse, wo Oma drauf steht und ja, vier rote Rosen und so einem Goldrand. Die habe ich nämlich auf dem Flohmarkt für 1 Euro, glaube ich, gefunden. Und ich habe mich richtig gefreut, als ich die gefunden habe, weil Oma passt einfach zu mir. Weil mein Freund sagt auch oft, ja, dass ich halt eine Oma bin, weil ja, ich ja ganz viele alte Sachen liebe, auch so alte Möbel und halt auch gerne wie eine Oma an einem Freitagabend zu Hause sitze, wie jetzt zum Beispiel. Es ist Freitagabend und ich habe es mir schön gemütlich gemacht mit einem Käffchen. Und ich dachte, das passt perfekt, um einen Podcast zu machen, wenn ich schon sowieso alleine bin und es mir gemütlich gemacht habe. Ich habe nämlich, ja, vorhin habe ich geduscht, dann habe ich hier aufgeräumt, mein Bett neu bezogen. Darauf freue ich mich schon sehr, in ein frisch bezogenes Bett später zu gehen. Und frisch geduscht, frisch geduschte Haare und alles. Das liebe ich sehr. Und ja, habe meine Spülmaschine ausgeräumt und all sowas, damit ich es einfach hier gemütlich habe. Ja, dann war ich am PC und so. Und dann hatte ich jetzt einfach die Idee, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich hatte mir überlegt für meine Podcast-Folgen, dass ich ja in jeder Podcast-Folge eine Kommentarfrage beantworten kann. Jetzt habe ich noch keine Kommentarfrage, weil ich sie ja erst jetzt vorgeschlagen habe. Aber dann für die nächste Podcast-Folge könnt ihr gerne bei YouTube unter diesem Videopodcast dann halt gehen, wenn ihr jetzt von Spotify kommt. Und könnt dort, wenn ihr Lust habt, irgendeine Kommentarfrage hinzufügen, die ich dann vielleicht in der nächsten Folge dann beantworte oder über irgendein Thema rede, wenn ihr das möchtet. Also, dass ich es dann wirklich so am Anfang der Podcast-Folge dann kurz beantworte und euch mal kurz grüße, eine Frage. Und ja, das können wir ja ab jetzt gerne machen. Das ist bestimmt cool. Das hatte ich ja mal gemacht in meinen Vlogs. Da hatte ich das eine Zeit lang gemacht und das fand ich auch richtig cool. Aber wie ich schon in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, das nimmt halt irgendwann einfach voll viel Zeit ein, wenn ich zu viel rede. Und meine Slow-Living-Vlogs sind halt auch einfach mit viel Stille, viele Bilder und so. Und deswegen hier beim Podcast. Wäre es gut zu reden, wäre es gut mehr zu reden und dann passt es ja auch. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es beim Podcast überhaupt gemütlich macht oder ob ihr eine To-Do nebenbei erledigt. Ich liebe es ja irgendwie noch was Gemütliches zu hören, wenn ich zum Beispiel nervige Aufgaben mache, wie Wäsche aufhängen, Spülmaschine ausräumen, Kochen, ja, für viele ist es nicht nervig, für mich ist es auch nicht nervig, weil ich nie, okay, für mich ist Kochen nicht nervig, weil ich es selten mache und wenn ich es mache, dann mache ich es, weil ich es will und dann macht es mir halt auch Spaß. Aber wenn ich kochen muss, aus irgendwelchen Gründen, macht es mir halt nicht Spaß. Halt bei irgendwelchen Sachen höre ich gerne irgendwas Gemütliches dabei. Und zwar keine Musik, sondern irgendwie, ja. Deswegen, ich habe ja dann oft
ASMR-Videos, Quatsch-Videos nebenbei dann laufen. Der kleine Zuna läuft im Hintergrund. Und für diese Folge habe ich mir überlegt, machen wir eine imaginäre Wohnungstour durch meine Wohnung. Und ich finde das irgendwie cool, weil ich habe ja in ein paar meiner Vlogs, die kann ich dann hier verlinken. Die könnt ihr im Nachhinein, wenn ihr wollt, gerne anschauen. Denn ich habe mal Roomtours gemacht und jetzt machen wir eine imaginäre Wohnungstour. Also ich erzähle euch sowas, wie wo was steht, erzähle euch über meine Secondhand-Möbel, weil meine Wohnung ist, glaube ich, 98% Secondhand. Darüber kann ich dann halt reden, was für Möbelstücke ich so habe und so. Und genau, das war so meine Idee für diese Podcast-Folge. Und jetzt machen wir das halt imaginär. Ihr könnt es euch schön vorstellen, wie was ist und so. Und danach, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne die Vlogs schauen, wo ich dann die Roomtour zeige. Dann ist es irgendwie nochmal so cool, wie halt so ein Hörbuch, dass man dann halt im Nachhinein das dann noch wirklich sieht, also die Bilder wirklich sieht. Ich hoffe, Zuna stört euch nicht oder ihr hört es nicht. Zuna rastet gerade aus. Das ist mein kleiner schwarzer Kater. Okay. Ja, da sind die lang gelaufen. So, okay, wir fangen an. Also, wenn man in das Haus reinkommt, ich habe irgendwie so ein Fachwerkhaus, aber auch irgendwie nicht. Es ist so gemischt. Irgendwie ist es ein Fachwerkhaus, aber auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie man das Haus nennt. Aber es ist so ein Altbau und wirklich wunderschön, finde ich. Man kommt dann halt rein und ist erstmal in einem riesengroßen Flur unten. Und am Ende des Flures ist dann so eine Wendeltreppe aus Holz. Die ist nicht wirklich Wendeltreppe, aber die ist halt so in der Art irgendwie. Und genau, die geht man dann halt hoch und dann ist man wieder in einem Flur. Und am Ende des Flures sieht man auf der linken Seite meine Wohnungstür. Und vor meiner Wohnungstür ist dann erstmal ein riesengroßer Garderobenständer mit vielen Jacken und Blazern. Nee, mit vielen Jacken und Manteln. Mäntel. Was erzählst du, Zuna? Möchtest du raus? Bärchen. Willst du Hallo sagen? Ach, der kleine Zuna. Und daneben steht ein riesengroßer Spiegel. Den habe ich mal bei einer Haushaltsauflösung geschenkt bekommen und der ist wirklich richtig cool. Der ist so ganz groß und der ist an die Wand angelehnt und ich liebe den total. Am liebsten hätte ich den hier in der Wohnung, nur wegen den Katzen, weil die oft ihre 5 Minuten haben und dann ausrasten, traue ich mich das einfach nicht, so einen Riesenspiegel an die Wand zu stellen und ja, dann könnten die Katzen das ja irgendwie kaputt machen oder so. Jedenfalls ist der Spiegel richtig schön und den habe ich mal zu verschenken bekommen. Und dann steht auf der anderen Seite noch so eine schwarze Kommode von Kleinanzeigen mal gekauft. Einfach eine ganz normale schwarze Kommode einfach. Genau. Und dann macht man meine Wohnungstür auf und dann kommen direkt so 5 Treppen oder so. Also wenn man meine Tür aufmacht, geht es erstmal runter in die Wohnung. So 5 Treppen steigt man runter und dann ist man in meiner Wohnung und ich habe richtig wunderschönen Parkett. Boden, Holzboden und der knackt auch immer richtig schön, wenn man drauf geht. Also ich liebe das total. Ist richtig schön. Und mein Flur, den habe ich so gestaltet, als wäre das so eine Schublade, also sage ich jetzt dazu, weil da hängen halt Accessoires und so. Also man kommt rein und dann ist auf einer Seite nur so eine Garderobenstange so relativ nah an der Decke und dann hängt da auch noch Blazer, Mantel, Blazer und Jacken und so. Und genau, darunter ist dann ein schwarzer Küchenschrank, den habe ich mal schwarz lackiert mit goldenen Stangen. Das ist von einer alten Küche von mir von früher. Da habe ich den Schrank noch mitgenommen und da sind jetzt immer so Katzenfutter, Katzenleckerlis, Katzenfutter drinne und ja. Und an den Wänden hängen ganz viele Taschen. Also ich habe die ganzen Wände vollgehangen mit meinen Taschen, weil ich Taschen liebe. Und genau, ihr könnt euch so vorstellen, es ist halt einfach eine Wand und auf der Wand hängen halt immer einzelne Taschen.
Und so ist eigentlich mein ganzer Flur voll mit diesen ganzen Taschen. Genau. Und der ist so quadratisch und klein. Und in dem Flur, von dem Flur aus, sind dann drei Türen. Einmal eine Tür zum Wohnzimmer, eine Tür zum Badezimmer und eine Tür zur Küche. Die Wohnung an sich ist allgemein so eine Rundgangswohnung. Also theoretisch könnte ich einmal im Kreis gehen von jedem Zimmer. Wenn ich jetzt durch die Küche gehe, gehe ich durch die Küche, dann kommt das Esszimmer, dann kommt das Wohnzimmer, dann mein Schlafzimmer, dann das Badezimmer und durchs Badezimmer wieder in den Flur. Also das ist wirklich so ein Rundgangszimmer. Dann gehen wir jetzt in die Küche und die Küche ist wirklich so mein kleines Herzstückchen, weil die schwarz-gold ist und ich wollte schon immer, auch als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, eine schwarz-goldene Küche. Und als ich hier eingezogen bin, war da eine ganz hässliche Küche. Die habe ich übernommen für 200 Euro, glaube ich. Und die war so ganz hässlich beige, so ein ganz heller Holzton, so altmodisch. Und nicht schön altmodisch. Also ich liebe ja altmodische Sachen, aber das war, keine Ahnung, aus welchem Jahr. Und die war halt sehr hässlich. Und die habe ich dann schwarz lackiert und halt goldene Griffe einfach gekauft und so schön aufgewertet, wirklich. Ich habe sie einfach nur lackiert und das hat so einen Riesenunterschied gemacht. Dazu war die Wandfarbe so hellgrün davor und ich habe sie jetzt olivgrün gefärbt, gestrichen. Also habe eine olivgrüne Küche mit schwarzen Schränken und so. Und goldenen Griffen. Und ich liebe das total. Und auf der anderen Seite meiner Küche ist so eine kleine Kaffeeecke. Da habe ich meine Kaffeemaschine, meinen Kaffeepulver und auch wieder so zwei Holzregale übereinander. Die habe ich halt einfach mal im Bauladen gekauft und ja, dann auseinandergeschnitten und so, damit die klein sind und da gut hinpassen. Und genau. Da habe ich meine Sammeltassen draufstehen. Ich liebe Sammeltassen. Ich habe eine Zeit lang immer im Secondhand oder auf dem Flohmarkt so Sammeltassen gesucht für eine Cottagecore-Party, die ich mal gemacht habe. So Motto-Party. Und ja, allgemein liebe ich Sammeltassen. Und seitdem habe ich jetzt so ein paar Sammeltassen und die stehen dann dort in meiner Kaffee-Ecke. Und ich finde, das sieht richtig schön aus, weil ich die so übereinander gestapelt habe mit den Untertellern. Und es sieht richtig süß aus. Und genau, die stehen halt dort in der Kaffeeecke. Und meine Fenster haben auch richtig wunderschöne Gardinen. Die waren mal neu. Und die haben so eine dunklen Blumen drauf. Irgendwie so. Also das muss das wirklich wunderschön. Und ich finde Gardinen in der Küche, die machen so viel aus, wirklich. Dass die Gardine wirklich. Die Gardine, da ist die Küche wirklich richtig gemütlicher einfach. Ach, das Allerkrasseste habe ich hier noch gar nicht erzählt. Ich habe letztens bei einer Haushaltsauflösung, wo alles zu verschenken war, habe ich die wunderschönste Lampe gefunden. Die ist wirklich, ich kann sie auch gar nicht beschreiben. Die ist so schön und so groß. Ich habe sowas noch nie davor gesehen, wirklich. Die ist so beige und gold, also passt auch perfekt in die Küche. Und ja, die hängt da jetzt, um die mal zu verschenken. Und ich liebe diese Lampe so, so sehr. Also ihr könnt gerne in meinen Videos vorbeischauen, wenn ihr auf Spotify seid, weil diese Lampe ist echt ein Traum. Genau, und auf einer Seite, meine Küche ist auch noch so länglich. Oh, das ist echt schwer alles zu beschreiben. Meine Küche ist länglich und die ist halt so auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite ist halt dann diese kleine Kaffeeecke. Und dann noch mein Sekretär habe ich letztens hingestellt. Das sieht auch ganz schön aus. Da sind dann so ein paar Geschirrsachen drin. Und ich finde, da steht der ganz schön. So ein alter Sekretär, so dunkelbraun. Passt ganz gut in die Küche. Es macht es auch alles so gemütlicher. Und auf dem Sekretär sind dann noch so Bücher, Rezeptbücher drauf. So eine alte Kaffeemaschine. Und ja, das sieht halt sehr gemütlich aus mit dem Sekretär, muss ich sagen. So Landhausstilmäßig ist der Sekretär
Hoffentlich, ich weiß es nicht genau, aber ich denke schon. Ja, erstmal ein Käffchen. So, dann gehen wir von der Küche ins Esszimmer. Und wenn man ins Esszimmer kommt, sieht man eigentlich nur einen großen Esstisch mit vier verschiedenen Stühlen. Auch alles Kleinanzeigen, alles vom Secondhand oder was auch immer. Ja, der Tisch, der ist so etwas heller. Also mit dem Esszimmer bin ich nicht zufrieden. Ich finde es da auch nicht so gemütlich. Da bin ich auch wirklich selten. Ja, dann ist da noch so ein Kratzbaum in der Ecke und sowas. Und ich habe unterschiedliche Stühle. Das liebe ich. Das finde ich auch immer sehr gemütlich, so unterschiedliche Stühle stehen zu haben. Einer ist rot und so klappbar. Der andere ist irgendwie so blau mit so einem Blumensitzkissen. Einer hat so einen braunen Ton, so einen Holzton und so einen braunen Kissen drauf und so. Und einer ist, glaube ich, so ein Kaffeestuhl, so ein Bistrostuhl, so ein weißer. Im Esszimmer gehen wir dann ins Wohnzimmer und wir sind ja gerade im Wohnzimmer. Also wenn ihr ein Video sieht, anguckt, hier sind wir im Wohnzimmer. Da ist meine Tür. Man kommt rein und sieht dann direkt mein wunderschönes Sofa. Ich liebe, liebe, liebe dieses Sofa. Das habe ich auf Kleinanzeigen gefunden, zu verschenken. Und wirklich, oh, ich will ihn auch niemals hergeben. Die Katzen haben leider schon echt schon ein paar Sachen kaputt gemacht. Aber ich liebe dieses Sofa so sehr. Es ist einfach so wunderschön. Und hier sind verschiedene Muster drauf und so dunkle Farben, so ein dunkles Blau. Bordeaux-Rot und Beige und all sowas. Genau, und dann sieht man halt mein Sofa und dahinter ist so eine, ja, dunkelblaue Wand. Die habe ich mal, als ich hier eingezogen bin, so gestrichen, weil ich was anderes geplant hatte. Und ja, mittlerweile finde ich, passt es sehr gut mit dem Sofa. Also mittlerweile mag ich die Farbe auch. Und dann steht hier ein wunderschönes Chromregal und ist eigentlich ein Weinregal. Das habe ich auch letztens auf Kleinanzeigen gefunden. Und das habe ich dann halt einfach so dekoriert mit Magazinen und mit einer wunderschönen Lampe, die da hinten leuchtet. So auch Chromlampe und dann so bunten Kerzen und eine Disco-Kugel. Und ja, so. Ich hatte nämlich vor, mein Wohnzimmer so ein bisschen bunt zu machen. Ja. Es ist auf jeden Fall bunter als davor, aber naja. Und ihr steht gerade auf so einem Couchtisch aus Glas und der hat auch was Blaues mit bei. Also sieht ziemlich cool aus. Also den liebe ich auch, auch von Kleinanzeigen. Wie gesagt, eigentlich ist hier alles Secondhand. So ein kleines Secondhand-Schätzchen und ich liebe es einfach. Dann habe ich hier in der Ecke eine wunderschöne Lampe. Die ist so orange und so, hat so Kugeln irgendwie und auch von einer Haushaltsauflösung zu verschenken gewesen. Ja, und neben der Lampe sind dann so vier Bücherstapel, also immer so Bücher übereinander gestapelt, einfach an der Wand, ohne ein Regal oder so. Und ich finde, Bücher machen einfach richtig viel Gemütlichkeit aus. Wenn ich könnte, würde ich die am liebsten noch mehr stapeln, aber dann fallen die alle auseinander. Aber genau, die stehen dann hier einfach umgekehrt. Also man sieht halt nur die Seiten, den Buchrücken nicht, weil ich das einfach harmonischer finde, wenn ja, die Farben, wenn man die Farben der Seiten sieht so und nicht so Buchrücken, dann ist ja alles kunterbunt. Das wird da jetzt nicht so gut hinpassen. Ja, und im Wohnzimmer habe ich drei Türen, was mich stört. Weil, wie gesagt, das ist ja irgendwie so eine Rundgangswohnung. Man kann von jedem, also man geht ja irgendwie so im Kreis und dann müssen natürlich überall auch Türen sein. Ich habe dann hier einmal eine Tür in den Flur, eine Tür ins Esszimmer und eine Tür ins Schlafzimmer. Und die Tür ins Schlafzimmer ist hier hinter mir. Genau, und im Wohnzimmer habe ich kein Fernsehen. Ich habe hier so ein Vintage Mid-Century Kommode, die habe ich mal auch zu verschenken bekommen, damals, als ich studiert habe. Und ja,
Ich liebe die, liebe die. Ich will die niemals loswerden. Die ist so cool. Früher stand da mal mein Fernseher drauf, aber ja, wie gesagt, mein Fernseher ist irgendwann kaputt gegangen. Und seitdem bin ich froh, keinen Fernseher mehr zu haben, weil der erstens sowieso nicht schön aussieht und irgendwie das ganze Bild im Wohnzimmer kaputt macht. Und zweitens, ich habe sowieso nie Fernsehen geguckt, also es war eh unnötig, den hier stehen zu haben. Ich bin ja eher der Vlog-Gucker auf YouTube und dann habe ich meinen Laptop und schaue dort oder mein Tablet. Genau. Ja. Oh. Boah, ich habe schon so viel geredet jetzt erstmal. Ein schönes Schlückchen. Noch ist er warm. Ja. Ach, und ich liebe es, auf dem Boden zu sitzen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt. Also ich sitze ja nicht auf meiner Couch, sondern vor meiner Couch. Und auf einem wunderschönen, richtig weichen, rosa, runden Teppich. Den liebe ich auch, der ist richtig schön. Und ja, passt halt zu dem bunten, was ich in meiner Wohnung machen wollte, in meinem Wohnzimmer machen wollte. Genau. Dann gehen wir jetzt vom Wohnzimmer in mein Schlafzimmer. Jo, wenn man in mein Schlafzimmer kommt, dann ist da direkt so eine Wand, die ist mit Bildern, auch vom Secondhand oder Flohmarkt, so mit alten Bildern, die ich ganz schön fand. Und ja, und dann ist da so ein Barhocker, nee, wie nennt man das? Barwagen? Teeservice? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So aus Gold. Und ja, da steht eine Tiffany-Lampe drauf. Die ist auch vom Secondhand und ich liebe die. Die ist so wunderschön. So eine Tiffany-Lampe für 8 Euro und das ist wirklich günstig. Ja, ein Buch ist da noch drauf. Und neben dem ist mein Bett. Und ja, das ist auch einfach so ein IKEA-Bett, halt von Kleinanzeigen, aber dieses ganz normale weiße Bett. Weiß, so ein ganz normales weißes Bett irgendwie. Aber an das Bett habe ich mal einen Spiegel befestigt und der passt richtig perfekt da dran. Und ja, ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist halt an der Lehne, wo eigentlich der Kopf sein sollte. Da ist jetzt so ein Spiegel über ein ganzes Bett und ich finde das richtig schön. Ich liebe ja Spiegel, ich liebe es, wenn viele Spiegel irgendwo hängen und so. Und ja. Genau. Und in meinem Schlafzimmer ist dann auch mein riesen Kleiderschrank. Ich hatte da dann in einer Ecke dann auch noch so Garderoben an die Wand gehangen. Da hingen all meine Jeans und Hosen, aber die ist letztens abgefallen. Ja. Aber das sah dann halt ziemlich cool aus. Ich mochte das sehr. Das sah so ein bisschen aus wie so in der Boutique. Dann hängen da so meine Hosen und im Kleiderschrank hängen dann halt meine Kleider, meine Klamotten, ganz viel Zeug. Auch alles Secondhand. Ich liebe einfach Secondhand-Sachen. Es fühlt sich wirklich an wie so ein Schatz, den man findet. Und da liebe Grüße an Andrea, weil sie hatte mir in der letzten Podcast-Folge vorgeschlagen als Thema, was mich so an Secondhand reizt. Und ja, das kann ich ja mal eben kurz erzählen, was mich so daran reizt, weil ja meine Wohnung und meine Klamotten alles irgendwie Secondhand ist. Was mich daran reizt? Ganz einfach. Es fühlt sich einfach an, als würde man irgendwie so einen Schatz finden, weil erstens, es gibt das nur einmal im Secondhand. Also du gehst ja in den Laden und normalerweise ist es ja so, du gehst da rein, da gibt es ja nichts von einer Sache zweimal. Da hat man schon so diesen Jägerinstinkt, wenn man das so nennen kann. Aber wenn man dann was findet und man finde das total toll, will man das ja auch irgendwie dann so haben und es ist halt irgendwie so ein Schatz, den du dann so irgendwie gefunden hast, du hast da was für gemacht so und nicht einfach so auf Bestellen gedrückt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles hier erklären kann, aber irgendwie ist das wirklich so, als würde man einen Schatz finden, den man da gerade hat und ja, das reizt mich da so sehr dran.
dass man auch einfach losgehen kann und einfach irgendwie stöbern kann. Irgendwie so, als geht man in ein Museum rein. So, das ist wirklich so meine Art Museum, dass ich da einfach so reingehe und dann einfach stöber, meinen Kopf abschalte und einfach rumschaue, blibla, blub. Und ich kann mich da auch stundenlang beschäftigen. Einfach gedankenlos da rumschlendern, das liebe ich auch. Also ich muss nicht in ein Secondhand, um irgendwas zu kaufen, weil ich habe ja einfach alles. Aber trotzdem, wenn man dann was findet und man denkt sich so, boah, wie cool und so kann man das stylen und so, das ist schon ziemlich cool. Und auch Möbel, einfach dieses, es hat mal irgendwem gehört und sowas. Das finde ich halt irgendwie cool. Irgendwie, es hat halt irgendwie Geschichte so. Ich habe diesen Sofa, das, ich habe dieses Sofa irgendwo her. Und das hatte schon eine Vorgeschichte. Ich weiß auch nicht warum. Hat irgendwie so eine kleine Magie auch. Davon habe ich halt auch ein paar Reels gemacht, so ein Reel-Thema, dass ich so manche Sachen gefunden habe, die ich dann auf dem Flohmarkt oder im Secondhand richtig cool fand, wo ich dachte, oh mein Gott, was für ein Schatz, wow. Aber im Endeffekt, wenn ich das in einem Laden als Neuware irgendwo gefunden hätte, hätte es mich gar nicht interessiert. Das ist auch bei Schmuck so. Ich habe hier so einen roten Ring an mit so einem roten Steinchen und das ist einfach nur Modeschmuck, weil es hat sich schon abgefärbt. Und als ich es gekauft habe, da war noch nichts abgefärbt. Also es war wirklich wie neu und den habe ich für 50 Cent im Secondhand gefunden. Und da dachte ich mir, boah, voll cool, der sieht voll mystisch aus und so, den kaufe ich. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Kick wäre oder wo auch immer, weil das ist ja, glaube ich, keine super Qualität hier, den hätte ich da halt nicht gekauft. So, da hätte ich nicht dieses Gefühl gehabt, boah, ist das cool und so. Ja, das reizt mich irgendwie am Secondhand. Ja, und einfach auch Spaß an der Sache so. Dass ich nicht jetzt im Internet eingebe, ein weißes Nachthemd und dann finde ich es und dann packe ich es in den Warenkorb und kaufe es fertig. So, ne? Jetzt habe ich so ein wunderschönes weißes Nachthemd an und habe es irgendwie ergattert, so ganz komisch. Oder auch eine Jacke zum Beispiel. Ich habe wirklich 2 Jahre nach so einer Jacke gesucht. Das ist so eine Racerjacke. Und ich wollte unbedingt, dass sie halt wirklich eine Racerjacke ist und keine nachgemachte. Also man kann ja auch so Racerjacken irgendwie kaufen, so in einem Laden. Und davon gibt es dann halt Millionen Stück. Und die haben dann 50 € und so gekostet. Aber irgendwie, die haben mich nicht gecatcht, weil die irgendwie nicht so wirklich, das waren halt keine echten Racerjacken, die waren halt einfach, die sahen halt so aus, als wären das welche, aber sind eigentlich einfach nur Lederjacken. Und ich war so oft echt 2 Jahre auf der Suche. Ich wollte eine echte Racerjacke mit so ein bisschen Rot drinne und so und dann so mit so Patches drauf und so, die mal wirklich jemanden gehört hat und ja, auch eine echte Jacke halt ist. Und genau, die habe ich halt letztens irgendwann gefunden für 8 €. Und das ist dann wieder dieser Moment so geil. Dieses Suchen, dieses Warten, die Geduld und das Suchen, das Warten hat sich gelohnt, weil jetzt habe ich so eine richtig coole Jacke, die ich voll toll finde. Und ja, ich liebe es einfach. Ja, das ist halt irgendwie so das Besondere, wenn man so Secondhand-Kleidung trägt. Irgendwie man denkt so, ja, das hat nicht jeder, es ist irgendwie so was Besonderes. Nicht jeder kann das einfach nachkaufen. Und das mag ich irgendwie, dass man halt auch, ja, so alte Kleidung, die eigentlich gar nicht gut aussieht, dann irgendwie doch cool stylen kann, finde ich. Ja, das reizt mich so daran. Dora. Dora ist gerade hinter mir gesprungen. Mein Süßer. So, und dann gehen wir weiter ins Badezimmer. Nee, im Schlafzimmer, ja, im Schlafzimmer habe ich dann halt noch so Kommoden, wo. Suna? Suna ist hier gerade am Kratzen, entschuldigt mich. Suna hat hier übrigens im Wohnzimmer einen Hocker stehen, der,
ja, sehr kaputt ist. Aus Leder und ja, er kratzt da immer dran. Netsuna, das ist dein Lieblingshocker, ich weiß. Ist mir einer. So, ich habe mal ein bisschen hier mein Webcam zu Tora, der jetzt hinter mir liegt, gerichtet. Dann könnt ihr auch, wenn ihr das Video seht, meinen kleinen süßen Tora beobachten. Ne, ein bisschen süßer. Und in meinem Zimmer, das wollte ich noch sagen, hängt auch noch ein wunderschöner, so ovaler Spiegel, auch vom Secondhand, so goldig und so schön märchenhaft. Ach, und letztens habe ich auch noch über mein Bett so Efeu, Fake-Efeu gehangen. Das ist so ein bisschen aussieht wie so ein Himmelbett und ich liebe, liebe, liebe das. Das ist so, ach, so märchenhaft und ich würde gerne so ein kleines Prinzessinnenzimmer aus meinem Zimmer machen. Aber ja. Genau. Und im Schlafzimmer ist jetzt die Tür zum Badezimmer zu, weil da steht mein riesengroßer Kleiderschrank und allgemein nerven mich diese ganzen vielen Türen. Ich finde, es macht so ein bisschen Ungemütlichkeit in die Wohnung rein. Deswegen fand ich es gut, dass wenigstens in meinem Schlafzimmer nur eine Tür ist. In jedem anderen Zimmer, ja okay, und im Badezimmer jetzt, aber sonst in jedem anderen Zimmer sind mindestens zwei Türen. Und ich finde, das macht irgendwie so ungemütlich. Erst recht hier im Wohnzimmer stört es mich ja sehr. Aber seitdem ich es letztens hier umgestellt habe, bin ich sehr zufrieden. Genau, und dann kommen wir in mein Badezimmer, aber dann müssen wir halt durchs Wohnzimmer, in den Flur und dann ins Badezimmer. Und mein Badezimmer ist halt ein Badezimmer, das ist länglich, ist genauso groß wie meine Küche. Genauso länglich, genauso groß. Und es hat eine Badewanne, eine Dusche, Toilette, ja, und Waschbecken. Und da steht auch mein riesengroßer Katzen. Kratzbaum, weil der halt wirklich sehr hässlich ist und oh, ich finde Kratzbäume einfach so hässlich. Aber ich dachte mir, ganz ehrlich, dann steht es einfach im Badezimmer. Ich brauche kein schönes Badezimmer. Ich stelle mir den Kratzbaum dahin, weil es war mir irgendwie zu schade, den wegzuschmeißen. Davor stand er genau im Schlafzimmer und das hat sehr viel Unruhe gebracht, muss ich sagen. So einen Kratzbaum da stehen zu haben, das fand ich echt nicht schön. Aber jetzt kann es einfach schön im Badezimmer stehen. Da stört er mich nicht. Und die Katzen haben was zum Kratzen, ne? Ihr Süßen. Genau. Das war's auch schon. Naja, schon ist denn jetzt. Ich habe jetzt 42 Minuten geredet. Das ist krass. Alter Schwede. Ich hoffe, ihr konntet mir irgendwie folgen. Und ich hoffe, ich konnte euch auch irgendwie euer To-Do erleichtern oder euch Gemütlichkeit schenken. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und ich hatte mir noch überlegt, dass ich jedes Mal beim Podcast noch am Ende irgendwie mein Favorit der letzten Zeit irgendwie von dem erzählt oder so, was ich in letzter Zeit irgendwie ganz toll fand oder ja, was nochmal so ein bisschen Dankbarkeit ausschütten und so, Freude und so. Und genau. Mein Favorit der letzten Zeit ist dunkelblauer Nagellack. Irgendwie habe ich das voll wieder für mich wiedergefunden und der schimmert so ein bisschen. Den lackiere ich mir zurzeit sehr oft und ich liebe das. Das ist so ein Nagellack, den hatte ich ganz oft 2010 und 2011 getragen, also Ewigkeiten her. Und ja, da ist immer noch genug drin in dem Nagellack und habe das jetzt irgendwie wieder nochmal für mich entdeckt und ich liebe das irgendwie total. Für die, die es jetzt nicht sehen, ist halt dunkelblau und schimmert einfach. Genau, das ist so irgendwie zurzeit so mein Favorit der letzten Zeit. Oder eher gesagt, des Tages jetzt einfach. Ich glaube, dann war es dann jetzt erstmal für die zweite Podcast-Folge meines süßen, gemütlichen Podcasts. Kaffeeklang und Sekundenglück. Du kannst gerne auf meinem YouTube-Kanal gehen und dort kommentieren, wenn du möchtest, wie du es fandest, was du dabei gemacht hast. Das finde ich immer sehr, sehr interessant und cool, wenn ich dann auf einmal von euch auch Fotos sehe, was ihr während meiner Vlogs macht oder ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel Podcast hört, wie ihr es euch gemütlich gemacht habt oder so. Das liebe ich, das so zu sehen. Dann sehen wir uns am Donnerstag um 18 Uhr bei meinen Slow Living Vlogs, wenn ihr die schaut. Wenn nicht oder
ihr meine Vlogs nicht kennt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Noch einen kleinen Schluck zusammen. Und dann sagt Tora auch Tschüss. Und ich sag Tschüss und bis Donnerstag oder bis zur nächsten Podcast-Folge. Mua! Tüdelü!